Willkommen bei Experten beraten. Heute wollen wir uns von der Firma Sportastisch diese Taucherbrille, beziehungsweise eigentlich ist es eine Tauchermaske, aber nennen wir es ruhig Taucherbrille, wie der Hersteller ansehen. Sie heißt Dive Under und kam, nachdem wir sie bestellt hatten, 2 Tage später bei uns an, in einem ganz neutralen Karton, auf dem noch nicht wirklich was zu sehen war. Im Inneren war ein bisschen Filmmaterial und ansonsten war die Brille so verpackt, wie Sie sie jetzt sehen. Hier steht vorne nur drauf, innovative Premium Tauche, Tastisch, Produktgarantie. Was uns der Hersteller damit sagen will, ist, dass es sich dabei um eine innovative Premium Taucherbrille handelt, von der Firma Sportastisch, mit einer erweiterten Produktgarantie. Packen wir mal aus. So sieht sie aus. Hier haben wir die Nasenabdichtung und im Inneren haben wir eine Gummilippe aus Silikon auf beiden Seiten, die nochmal zusätzlich hier das Gesichtsfeld abdichtet. Und hier ist die Möglichkeit, das Kopfband zu verstellen. Das Kopfband selbst ist hinten geteilt und breiter, um mehr Halt zu geben. Hier ist noch einmal die Möglichkeit zur Verstellung. Und ja, hier vorne sehen Sie noch die Aufschrift Tempered Glass. Das ist ein besonderes Glas. Wenn das zerbricht, zerbricht es in winzig kleine Teile. Es ist so gut wie bruchsicher. Und wenn aber doch, können keine großen Teile Ihre Augen verletzen. Das Glas ist leicht getönt, mit UV-Schutz versehen und hat eine Beschichtung, die verhindern soll, dass es beschlägt. An den Seiten haben wir Aussparung, hier noch einmal. Und ja, das Logo des Herstellers ist einmal ganz dezent hier an den Band angebracht, ansonsten ist sie neutral. Das Gelb ist Neongelb. Ist eine Geschmacksfrage, aber der Großteil der Maske ist schwarz. Es ist eine Einglasmaske, das heißt, hier oben ist kein Bund. Das heißt, Sie haben eine relativ weite Sicht und also ein großes Sichtfenster, mit dem Sie unter Wasser dann ungestört Fische und Ähnliches ansehen können. Sportastisch gewährt auf alle seine Produkte eine Garantie, die regulär 24 Monate beträgt. Wenn Sie sich dort aber registrieren mit Ihrem Produkt, bekommen Sie eine Garantieerweiterung auf 3 Jahre. Das ist 1 Jahr länger als normalerweise üblich. Schauen wir uns hier nochmal die Möglichkeit an, das Band zu verstellen. Das geht recht einfach. Sie heben hier die Vorrichtung ein Stück hoch und können es dann damit enger machen. Es ist kein Klickverschluss, das heißt, die haarschonende Methode ist es nicht. Ansonsten besteht sie aus hartem Kunststoff und dem Silikon und hier ist auch noch ein bisschen Plastik. Sie ist geruchsneutral. Da ist kein Eigengeruch. Na gut, am Band ein kleines bisschen, aber ganz minimal. Die Brille wird auch für Kinder ab 10 Jahren empfohlen. Wir werden das gleich im Praxistest mal ausprobieren, wie das mit der Passform ist, ob die tatsächlich für Kinder geeignet sein könnte. Die Verpackung ist dadurch, dass die Folie offen war, haben sich jetzt ein paar Schmutzpartikel eingeschlichen, die sich natürlich hier an den Silikon wunderbar festsetzen. Aber das ist nicht weiter tragisch. Die Tauchbrille ist ergonomisch geformt und bis zu 30 Meter unter Wasser zugelassen. Tiefer sollten Sie damit nicht tauchen. Insofern ist sie zum Schnorcheln und zum leichten Tauchen durchaus geeignet. Im Lieferumfang war keine Aufbewahrungsbox. Das heißt, die sollten Sie sich separat auf jeden Fall anschaffen, damit das Glas nicht zerkratzen kann. Es ist zwar kratzfest, aber es sollte trotzdem besser geschützt sein. Dann haben Sie auch das Problem mit den ganzen Fusseln nicht, die sich an dem Silikon festsetzen. Wie die Brille
auf dem Korb sitzt, beziehungsweise wie sie sich anfühlt und ob das Glas beschlägt oder nicht, sehen Sie gleich im nächsten Video. Bis gleich bei Expertenraten.